Arnold Schwarzenegger hatte auch keine Sportnahrung, denn die kam erst Jahrzehnte danach auf den Markt. Und trotzdem hat er es geschafft, unglaubliche Muskelberge aufzubauen. Heißt das jetzt für mich, Sportnahrung ist komplett herausgeschmissenes Geld? Oder vielleicht doch sinnvoll? Und genau das wollen wir uns heute anschauen und wollen mal einen realistischen und gleichzeitig auch sehr wissenschaftlichen Blick auf die Sportnahrungslage werfen. Dass du am Ende weißt, für wen ist eigentlich Sportnahrung etwas und was kann eigentlich Sportnahrung leisten und was eventuell auch nicht. Schauen wir uns als allererstes mal die Grundlage von Muskelaufbau an. Wir hatten ja vorhin das Beispiel von Arnie und der eine oder andere wird sich vielleicht gedacht haben, ja, okay, Sportnahrung gab es damals noch nicht, aber waren die nicht alle damals vollgepumpt mit Anabolika? Die Antwort ist ja, sehr wahrscheinlich. Allerdings gab es auch eine Ära vor Arnold, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo völlig klar ist, dass es Sportnahrung noch nicht gab und Anabolika gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und trotzdem haben es Ikonen wie zum Beispiel Eugen Sandorf geschafft, auch ganz normal richtig krasse, muskulöse, definierte Körper aufzubauen. Und im Grunde können wir uns mal anschauen, die Muskelaufbaupyramide, was braucht es eigentlich für Muskelaufbau? Und die Basis ist ganz simpel, regelmäßiges Krafttraining. Und das ist auch eigentlich erstmal die alleinige Basis, weil selbst mit einer schlechten Ernährung kannst du, wenn du regelmäßig trainierst, bis zu einem gewissen Grad Muskeln aufbauen. Du wirst am Ende irgendwann an ein Limit kommen und dann solltest du den nächsten Schritt auf jeden Fall gehen und deine Ernährung optimieren. Das heißt, auf eine positive Energiebilanz achten. Schauen, dass deine Makronährstoffe in Ordnung sind, dass deine Proteinzufuhr stimmt und dass du dich ausreichend mit Vitalstoffen versorgst. Und wenn du die beiden Sachen berücksichtigst, das ist die Basis für Muskelaufbau, regelmäßiges Krafttraining und eine gesunde, ausgewogene Ernährung, dann kannst du wahrscheinlich schon mindestens 80% deines natürlichen Muskelaufbaupotenzials ausschöpfen. Und jetzt ist die Frage, ja, macht dann Sportnahrung überhaupt noch Sinn? Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns idealerweise mal die wissenschaftliche Lage an. Was wurde gemacht? In den letzten Jahrzehnten wurden ganz, ganz viele Untersuchungen durchgeführt. Hier sprechen wir von mehreren hundert rund um das Thema Sportnahrung, Supplements, Sportnahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und so ein Untersuchungsaufbau, der ist in der Regel folgendermaßen. Ich habe zwei Gruppen. Beide Gruppen trainieren gleich. Zum Beispiel dreimal die Woche Ganzkörpertraining. Beide Gruppen bekommen die gleiche Ernährung. Das heißt, die Ernährung ist gematcht nach Energie und nach Protein, damit am Ende beide Mengen gleich sind. Und der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich der einen Gruppe, das ist die Interventionsgruppe, gebe ich zum Beispiel ein Supplement wie Kreatin. Und der Kontrollgruppe gebe ich eben ein Placebo. Häufig ist es zum Beispiel Maltodextrin. Und dann schaue ich mir an, was ist denn eigentlich nach 8 oder nach 12 Wochen passiert? Gibt es irgendwelche Unterschiede? Und man hat eben so ganz, ganz viele Supplements getestet und weiß am Ende, okay, die Inhaltsstoffe wirken, aber auch die wirken nicht. Und dann gibt es noch eine Gruppe, wo man sagt, ah, wir wissen es noch nicht, wir brauchen noch mehr Studien dafür. Und jetzt schauen wir einfach mögliche Effekte mal an, picken uns einen Inhaltsstoff, der nachgewiesenerweise wirkt, raus und was der eigentlich bewirken kann. Und zwar Kreatin. Hier gibt es eine Meta-Analyse von Branch. Meta-Analysen analysieren immer die komplette Studienlage idealerweise. Das heißt, da fließen zig Studien mit hinein und man kann dann eine Aussage über alle oder über die Mehrzahl der Studien treffen. Und am Ende ist man bei dieser Meta-Analyse zu dem Ergebnis gekommen, dass mit Hilfe von Kreatin innerhalb von ein paar Wochen die Muskelmasse im Durchschnitt um 2,2% aufgebaut wird. Und dagegen hat die Placebo-Gruppe nur um 0,6% dazugelegt. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Wir machen mal ein Beispiel. 80 Kilo Mann, 15% Körperfett. Der würde jetzt mit Hilfe von Kreatin innerhalb von ein paar Wochen 1,5 Kilogramm Muskelmasse aufbauen. Die Placebo-Gruppe dagegen würde nur 0,4 Kilogramm aufbauen.
Und jetzt muss man auch noch wissen, diese Zuwachsrate von 2,2%, das ist ein Durchschnittswert und der streut. Ne? Wir sind Datenpunkte als Individuum und wir streuen um den Mittelwert. Und die Spannbreite, die schwankt bei 2,2 plus 0,7 bzw. minus 0,7. Das heißt, am Ende, wenn ich das jetzt auch wieder auf das Beispiel anrechne, geht es bei dem 80 Kilo-Mann teilweise nicht nur um 1,5 Kilogramm Muskelwachstum, sondern sogar hoch bis auf 2,0. Und das im Unterschied zur Placebo-Gruppe, das ist schon ordentlich. Da sprechen wir jetzt am Ende von einem Unterschied von 1 bis 1,5 Kilogramm Muskelmasse mehr innerhalb von ein paar Wochen. Und den ganzen Unterschied hat in dem Fall nur Kreatin ausgemacht. Jetzt ist es so, dass man sich fragen könnte, okay, Kreatin habe ich schon mal gehört, kommt das nicht auch im Fleisch vor? Ja, und die Frage stellt sich dann, kann ich denn die gleichen Effekte, die hier nachgewiesen wurden, auch mir holen, indem ich meine Ernährung gezielt umstelle? Und die Antwort ist ja und nein. Wir schauen uns mal wieder ein Rechenbeispiel an, in dem Fall bei Kreatin. Wir wissen laut Studienlage, wir brauchen 3 Gramm Kreatin, damit wir diesen Muskelwachstumseffekt haben. Und Kreatin ist vor allem im Fleisch und Fisch. Und damit ich 3 Gramm bekomme, müsste ich täglich 600 Gramm Schwein zu mir nehmen, 670 Gramm Rind oder 750 Gramm Thunfisch. Und ob das jetzt machbar ist oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Es gibt natürlich die Überlegungen, okay, was kostet mich das eigentlich? Das ist ja schon ein relativ hoher Fleisch- und Fischkonsum jeden Tag. Dann wird sich der eine oder andere auch denken, wie sieht es denn gesundheitlich aus? Diese hohe Menge an Fleisch, wir leben in Zeiten, wo in der Zucht ganz, ganz, ganz viel Antibiotika verwendet wird, wo die Fische teilweise mit Schwermetallen vergiftet sind. Und da muss jeder für sich selber abwägen, ob diese hohe Menge an Fleisch und Fisch gesundheitlich wertvoll ist oder nicht. Und dann kommt natürlich noch der moralische Aspekt dazu beim Fleischkonsum. Das Gleiche können wir uns auch noch anschauen beim Protein. Ich habe vor kurzem ein Video abgedreht, wie viel Protein brauche ich eigentlich? Wir können keine Pauschalaussage treffen, sondern im Grunde muss es individuell bestimmt werden. Wer genau seinen Wert wissen möchte, kann sich eben mein Video anschauen. Im Grunde können wir aber mal von dem Durchschnittswert ausgehen und der wurde in der Wissenschaft festgelegt auf 1,6 Gramm für die maximale Proteinsynthese. Und wenn wir uns jetzt wieder das Beispiel des 80 Kilo Manns zugute führen, dann würde der 80 Kilo Mann täglich 128 Gramm Protein brauchen, damit er maximalen Muskelwachstum hat. Und das würde bedeuten 530 Gramm Putenbrust oder zum Beispiel 940 Gramm Magerquark und so weiter. Jetzt muss man aber bedenken, dass diese 1,6 ja ein Durchschnittswert sind. Das heißt, teilweise geht der Wert ja hoch, wenn jemand auf Diät ist und so weiter, auf 2,7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, die ich brauche für maximales Muskelwachstum. Dann kommt noch dazu, wenn ich mich vegan ernähre, muss ich eigentlich nochmal 20-30% on top zu mir nehmen, weil es einfach so ist, dass im Durchschnitt in den veganen Quellen der Anteil an essentiellen Aminosäuren niedriger ist und deswegen muss ich einfach 20-30% mehr zu mir nehmen, damit ich hier gleich versorgt bin. Und da kommt dann am Ende auch schon eine ordentliche Menge zustande, die ich täglich nehmen muss, um dann auch auf meine Proteine zu kommen. Und jetzt kann auch sein, dass ich das an manchen Tagen schaffe, an manchen auch nicht. Und vielleicht habe ich auch nicht die Zeit, mir meine Mahlzeiten vorzubereiten. Vielleicht habe ich auch nicht das Wissen, dass ich weiß, wie viel Protein steckt denn eigentlich in welchem Nahrungsmittel. Oder ich habe auch einfach nicht die Lust, mich über die normale Ernährung in dem Fall komplett an meine Proteinmenge heranzunähern. Und da ist einfach auch wieder Sportnahrung ein ganz praktikables, ein sehr einfaches Hilfsmittel, um einfach auf seine Proteinmenge zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch Inhaltsstoffe, die eine nachgewiesene Wirksamkeit haben, wie zum Beispiel die Pflanze Ashwagandha, wo wir einfach wissen, dass die normalerweise nicht auf dem Speisezettel steht. Und da ist dann im Grunde auch Sportnahrung die einzige Möglichkeit oder die einzige praktikable Möglichkeit, um auch diese Effekte mitzunehmen. Gut, wenn ich mich dann dafür entscheide, dass ich Sportnahrung als Werkzeug verwenden möchte, was gilt es dann zu beachten beim Kauf
Und ich möchte auf drei Punkte hinweisen. Das erste ist, wählt Hersteller, die evidenzbasiert arbeiten. Weil es ist einfach so, dass auf dem Markt immer noch ganz viele Supplements unterwegs sind im Sportbereich und wo Inhaltsstoffe eingesetzt werden, wo ganz klar ist, dass die überhaupt nichts bringen, wo die Wirksamkeit wissenschaftlich einfach widerlegt ist. Und wenn ihr euch da sicher sein wollt oder auch mal Inhaltsstoffe checken wollt, es gibt eine sehr gute Seite, gerade auch für jemanden, der nicht den ganzen Studienberg lesen möchte. Diese Seite heißt examen.com und dort analysiert ein Research-Team alle Supplements und gibt dann Empfehlungen aus, was bewirkt das Supplement, welche Dosierungen brauche ich, was ist die beste Darreichungsform und so weiter. Zeitgleich kann man auch bei PubMed, das ist so die Plattform, wo ich eigentlich kostenlos alle Studien nachschlagen kann, kann ich mir immer wieder auch sogenannte Reviews ansehen und da kann ich zum Beispiel die Reviews empfehlen von der International Society of Sports Nutrition, die alle paar Jahre veröffentlicht werden und dort werden dann die gängigen Inhaltsstoffe, die so eingesetzt werden in der Branche, klassifiziert und man kann dann am Ende ganz klar sagen, okay, das hier sind die Inhaltsstoffe, wo die Wirksamkeit bestätigt ist, die wirken definitiv nicht im Bereich Sport, Leistungsverbesserung und bei einigen, wie gesagt, brauchen wir dann vielleicht noch eine erweiterte Studienlage oder die Studienlage ist noch ein bisschen hin und her gerissen. Also da bitte darauf achten, weil am Ende schüttelt ihr euch sonst ein Pulver rein, was euch gar nichts bringt. Das zweite ist, wenn wir schon beim Reinschütten sind, im Grunde ist es so, Sportnahrung oder die Inhaltsstoffe von Sportnahrung findest du normalerweise auch in deiner normalen Ernährung. Eben nicht in dieser hohen Dosierung, die du teilweise brauchst für diesen leistungssteigenden Effekt, zum Beispiel auf das Muskelwachstum. Aber grundsätzlich findet hier häufig eine Spiegelung deiner natürlichen Ernährung statt. Allerdings setzen jetzt auch einige Hersteller synthetische Inhaltsstoffe ein, zum Beispiel im Bereich der Süßstoffe oder im Bereich der Aromen. Und da musst du jetzt für dich selber einfach die Entscheidung treffen, ob du das möchtest oder nicht. Möchtest du nur natürliche Inhaltsstoffe oder möchtest du eigentlich auch, oder sagst du, ich toleriere auch Inhaltsstoffe, die in meiner normalen Ernährung nicht zu finden sind. Und der dritte Punkt ist noch das Thema Individualisierung. Da ist es einfach so, es werden aktuell aus praktischen Gründen pauschale Verzehrempfehlungen ausgesprochen. Es steht zum Beispiel auf deinem Eiweißpulver, nimm 30 Gramm pro Tag. Und es sind einfach nur Durchschnittsempfehlungen, die für alle Sportler, die dieses Produkt verwenden, einigermaßen passen müssen. Und da liegt aber auch das Problem, einigermaßen passen heißt, es ist für niemanden optimal. Und du kannst natürlich jetzt auch recherchieren, was ist denn eigentlich deine optimale Menge an Protein oder an Beta-Alanin und hast am Ende dann eine verbesserte Wirkung und kannst gleichzeitig auch noch die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass du auf irgendwelche Unverträglichkeiten aufgrund von Überdosierungen stößt. Das war's zum Kauf von Sportnahrung, was ihr beachten könnt. Und jetzt gehe ich noch auf ein paar Mythen ein, die so kursieren in der Sportnahrungsbranche bzw. in der Käuferschaft. Das erste ist so, Sportnahrung wirkt ja nur bei Profis. Und da gibt die Wissenschaft ein ganz klares Nein dazu, weil ganz, ganz viele Studien auch explizit mit Anfängern gemacht werden und bei vielen Supplements, gerade auch bei Einsteigern, der Nachweis komplett erbracht ist. Also Beispiel wieder Kreatin wirkt definitiv genauso stark bei Anfängern wie auch bei Fortgeschrittenen. Es ist sogar so, dass es Inhaltsstoffe gibt wie zum Beispiel HMB, wo die Tendenz sogar höher ist, bei Anfängern, dass ich die Wirkung habe. Das hängt ein bisschen mit den Mikroverletzungen zusammen, die ein Anfänger tendenziell stärker hat als ein Fortgeschrittener, wo HMB einfach stärker dann wirkt, um Proteinabbau zu reduzieren. Der nächste Mythos, der auch kursiert, ist, ja, Sportnahrung sollte man erst nehmen, wenn man auch die Ernährung optimiert hat. Und das ist auch völliger Bullshit, weil beide Optimierungsmaßnahmen wirken additiv. Das heißt, optimiere ich meine Ernährung, habe ich eine Steigerung beim Muskelaufbau. Und das Gleiche habe ich eben auch, wenn ich meine Ernährung um die individualisierte Sportnahrung ergänze.
Und das heißt, ich kann beides gleichzeitig machen. Dann habe ich die additive, die kumulierte Wirkung. Oder ich mache nur eines von den beiden. Und das kann aber auch heißen, dass ich eben nur hinsichtlich Sportnahrung optimiere. Und es kann für den einen oder anderen sogar die leichtere Optimierung sein, weil wir wissen alle, eine Ernährungsumstellung, die kann sehr stressig sein. Ich brauche ein gewisses Wissen, was ich mir aneignen muss. Ich habe vielleicht auch nicht die Zeit. Und da ist Sportnahrung eventuell die einfachere Optimierung, um noch mehr Muskelwachstum zu generieren. Und der dritte Punkt ist, wurde nicht widerlegt, das anabole Fenster gibt es doch gar nicht. Und deswegen ist es auch völlig sinnlos, nach dem Krafttraining einen Post-Workout-Shake zu nehmen. Und die Antwort ist, liegt irgendwo so dazwischen. Ja, es wurde festgestellt, es gibt nicht dieses kurze anabole Fenster, sondern es ist sehr lang, so dass du nach dem Training, dass dein Körper fähig ist, Eiweiße besser zu verwerten als ohne das Training. Und dass es viel wichtiger generell ist, auf die Tagesmengen zu kommen, bei deinen Kalorien, bei deiner Proteinmenge, und dass der Zeitpunkt, wie du dann diese Mengen verteilst, nicht ganz so wichtig sind. Und ob es jetzt einen Unterschied ausmacht, ob du den Post-Workout-Shake direkt nach dem Training nimmst oder ob du 2 Stunden wartest mit deiner ersten Mahlzeit nach dem Training, das hängt jetzt von vielen Faktoren ab. Im besten Falle ist es neutral zu bewerten und beide Maßnahmen wirken gleich auf den Muskelaufbau. Es gibt allerdings viele Hinweise, dass zum Beispiel, wenn du am Morgen trainierst, du trainierst quasi nüchtern, dann ist es umso wichtiger, dass du dich schnell mit zum Beispiel Proteinen versorgst. Und das heißt, im Grunde hängt es auch davon ab, wie lange ist deine letzte Mahlzeit vor dem Training her, ob der Post-Workout-Shake ganz, ganz dringend notwendig ist oder nicht. Und jetzt aber ein ganz praktikabler Hinweis, und den geben selbst die Kritiker des anabolen Fensters: man hat überhaupt keinen Nachteil, sich schnell mit ausreichenden Makro- und Mikronährstoffen nach dem Training zu versorgen. Und auch da ist dann wieder ein Post-Workout-Shake eine sehr einfache Möglichkeit, um ideal Regeneration einzuleiten und Muskelaufbau zu unterstützen. Als Fazit kann man jetzt sagen, ja, Sportnahrung ist nicht zwingend notwendig für Muskelaufbau. Es ist auch kein Wundermittel. Im Grunde kannst du Muskeln auch ohne Sportnahrung aufbauen. Und es ist einfach so, du kannst mit Sportnahrung noch mehr herausholen. Du kannst dein Optimum erreichen. Und es ist einfach ein super Tool, was sehr einfach ist und dir am Ende dabei hilft, dass du deine sportlichen Ziele, deinen Muskelaufbau schneller und auch effektiver erreichen kannst. Ich hoffe, ihr konntet auch diesmal wieder einiges mitnehmen. Tipps rund um das Thema Muskelaufbau. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Trainieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.